Liebe Monika, du hast phänomenale Ergebnisse durch das Gesichtstraining in kürzester Zeit schon geschafft. Und ich freue mich total, dass du heute hier bist und auch die anderen da ein bisschen teilhaben lässt. Du bist bei mir im Kurs. Wir werden jetzt auch die Fotos kurz einblenden, damit alle wissen, wovon wir sprechen. Du hast in kürzester Zeit diese Linien da weggebracht. Wie hast du das geschafft? Erzähl einmal. Ja, hallo liebe Hanna, ich freue mich auch sehr, dass ich jetzt da sein darf. Ja, wie habe ich das geschafft? Ich würde sagen mit Bewusstsein. Mhm. Bewusstsein statt Botox. Ja. Also, ich habe mir das erste Mal bewusst gemacht, wann mache ich denn, also drei Bewegungen waren das. Also die Stirn so nach oben in Falten legen, die Augenbrauen hochziehen, vor allem habe ich immer die rechte Augenbraue hochgezogen. Wenn ich so meinen Unmut äußern wollte über irgendwas. Ja. Wenn etwas nicht gepasst hat. Ja. Und dann diese Zornesfalten. Mhm. Also, die habe ich, und das habe ich dann beobachtet, wann mache ich das? Ja. Und habe es mir dann wirklich sukzessive sozusagen abtrainiert. Aber das geht halt nur mit Bewusstsein und es geht, also man muss schon sehr dranbleiben und sich halt immer, eigentlich den ganzen Tag habe ich da so mein Bewusstsein dahin gelenkt. Ja. Und ich habe das auch so visualisiert, so als ob da ein großer Zettel wäre, wo drauf steht Ruhezone. Ja, Gott, also, das ist ein cooler Typ. Dass sich da nichts bewegen soll. Ja, ja. Mhm. Und ich glaube, das, das, was ich am meisten gemacht habe, war eben diese Zornesfalte und zwar an der Arbeit vom PC. Mhm. Und jetzt kannst du ja du vorstellen, wenn man 4-5 Stunden oder länger jeden Tag am PC arbeitet, dann gräbt sich die da richtig rein, genau. Und ich habe das dann schon gemerkt, und aber man hat ja nicht immer am PC eine Hand frei, dass man... Genau. Und dann habe ich wirklich einen Trick verwendet, ich weiß jetzt, soll ich das verraten? Ja. Ein ganz normales Büroklebeband, mir da hingeklebt. Ja. Weil dann merkt man sofort, was macht man da. Mhm. Weil wenn man jetzt gerade arbeitet, konzentriert, dann fokussiert man sich ja nicht so auf die Stirn. Und ja, und so habe ich es dann geschafft, dass ich mir das in kürzester Zeit wirklich abgewöhnt habe. Ja, phänomenal. Echt 4 Wochen. Also schneller geht's mit, ginge es mit Botox auch nicht wirklich. Und gleichzeitig, das ist ja nichts, was wir erstens in unserem Körper wollen und zweitens kostet sehr viel und drittens muss man es immer wieder wiederholen. Und das hast du jetzt einmal gelernt und das bleibt dir ein Leben lang. Und das ist einfach echt phänomenal. Ja, toll, dass man die Augen auch öffnen kann, ohne die Stirn hochzuziehen. Wie toll. Ja, und eben, du hast es gelernt mit Hilfe vom gezielten Training. Also wirklich super. Mhm. Du hast ja im Vorgespräch auch schon erwähnt, dass du das, dieses Wissen, dass man die Gesichtsmuskeln trainieren kann und so, dass dir das nicht neu war und dass du da auch schon Bücher dazu gehabt hast. Magst du uns ein bisschen erzählen, was da der Unterschied für dich war, ein Buch zu haben oder jetzt den Kurs zu machen? Also ich habe mehrere Bücher zu dem Thema gelesen und zwar das erste schon in den 90er Jahren. Und mir war das immer schon klar, weil ich bin eigentlich ein recht sportlicher Mensch, also mache auch schon seit 30 Jahren Yoga und so. Und mir war schon klar, die Muskeln enden nicht am Hals. Ja. Und dass man die natürlich trainieren kann. Und, aber mit einem Buch bin ich da nicht immer so konsequent dran geblieben. Also das Buch liegt dann da am Schreibtisch und dann denkt man wieder dran. Aber sobald man das da ins Regal räumt, ist das aus den Augen, aus dem Sinn. Und zudem muss ich sagen, also mit einem Buch, da macht man halt die Übungen vielleicht 5 Minuten. Und dann mag man wahrscheinlich nicht mehr. Und wenn die Hanna sagt, nach 18 Minuten, wir machen noch eine Runde, dann mache ich halt noch eine Runde. Ja, cool. Also es ist viel motivierender für mich jetzt, gell? Einen Kurs zu machen, wo man sozusagen jemand vorturnt oder mit mir das macht, als wenn ich das in einem Buch lese. Und vor allem in einem Buch, da habe ich eine Abbildung und dann weiß ich nie genau,
ist das jetzt wirklich so, mache ich das jetzt schon richtig? Ja. Aber du hast ja dann zum Beispiel auch in deinen Workshops gesagt, ja, es gibt noch die Alternative zu der Übung oder wenn man sich da Falten reinbügelt, soll man sie lieber so machen. Und also das kann man nicht vergleichen mit einem Buch. Mhm. Ja. Ja. Groß. Ja. Für mich ist es also, manchmal werde ich gefragt eben von Leuten, ob ich nicht die Übungen einfach so als PDF oder als Buch oder so geben könnte. Aber ich weiß, die Leute könnten nicht viel damit anfangen, weil das, was man in den Videodemonstrationen alles zeigt, das in Worte umzuwandeln und dass das dann der Leser versteht, was ich mir in diesen Sätzen denke, wie ich es beschreibe, das ist für mich überhaupt nicht vergleichbar. Und ja, und gleichzeitig dann kommt noch die Komponente dazu, wie oft macht man es denn dann wirklich? Am Anfang ist man vielleicht motiviert, ja, wenn man dieses Buch oder das PDF oder so neu hat. Aber wie lange bleibt man dran? Das ist so, wie du es auch beschreibst. Mhm. Ja. Genau. Und mit dem Video, da ist es einfach so, erstens, du siehst ja, wie es gemacht wird. Und die Videos, die sind ja zusammengestellt aus Entspannungsübungen, Trainingsübungen, Glättung, das hast du im Buch ja so nicht, dann hast du oft vielleicht halt nur diese Trainingsübungen, aber der Rest fehlt. Und bei diesen Trainingsübungen, ich habe mir auch schon teilweise auf YouTube so Sachen angeschaut und muss sagen, damit habe ich die Zornesfalte nicht wegbekommen, weil da kursieren ja dann diese Übungen, du wirst ja das kennen, so die Augenbrauen nach unten halten, die Stirn nach oben ziehen. Das, wenn man lang genug macht, dann kriegt man da so einen richtig schönen Muskel, aber ich weiß nicht, dann ist vielleicht die Falte weg, aber wie schaut das aus? Also nicht zielführend, würde ich sagen. Mhm. Gott sei Dank hast du das jetzt auch nochmal gesagt, weil das sage ich schon die ganze Zeit, seit Jahren sage ich, mach doch diese Übungen nicht mit. Ich weiß, es zeigen andere auf YouTube, aber es ist überhaupt nicht zielführend, es ist kontraproduktiv. Also Gott sei Dank hast du das dann auch schnell realisiert und das nicht mitgemacht. Ja, weißt, das ist halt für einen Laien vielleicht nicht so gleich offensichtlich, weil man soll ja den Rest trainieren und dass ja da oben sowieso schon viel zu viel Aktivität ist, das checkt man vielleicht nicht am Anfang. Also und das finde ich auch zum Beispiel ganz toll am Kurs, dass du das alles so erklärst, immer am Anfang der Woche. Also wenn man so zum Beispiel jetzt machen wir Wangen, dann haben wir ja immer dieses schöne anatomische Modell da, die Dame. Und dann sieht man, ja, wo sind denn jetzt diese Wangenmuskeln? Und das hilft so ungemein, also mir zumindest, zur Koordination und zur Ansteuerung. Ich weiß, okay, aha, da sind die und die trainieren wir jetzt. Mhm. Da gibt es übrigens, ich bin jetzt gerade super fleißig dabei, neue Kursupdates zu erstellen. Und da hat es noch viel mehr, erklärt es noch viel besser und wird es noch besser veranschaulicht. Also da kannst du dich auch drauf freuen. Und als bestehende Kursteilnehmerin kriegst du die Kursupdates sowieso auch mit kostenlos dazu. Und eben da kommt jetzt noch besseres Material. Wenn dir das bisherige schon gefallen hat, dann kommt jetzt noch besseres. Also es ist mir gerade total super und was ich also super finde, ist eben, dass du dann Bonusmaterial da noch gratis dazu lieferst. Man zahlt einmal den Kurs und hat dann das ganze Material noch da, was du dann noch reinlädst dazu und man hat einen lebenslangen Zugang. Ich finde das wirklich genial und du hast da so viel Mühe gemacht, auch mit diesen Videos, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ich freue mich da immer in der Früh schon richtig, wenn ich mit dir da durchnehmen darf. Und also gerade jetzt mal so als Kostenvergleich. Mhm. Ich habe mir vor einem Jahr einen Kurs gekauft, da geht es um Website, um die Homepage im weitesten Sinne. 1.000 Euro und die ganzen Inhalte waren ein Jahr verfügbar. Wenn ich jetzt was nachschauen will, ist einfach weg der Kurs. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist super, wenn man bei dir den Kurs kauft, kriegt ständig noch gratis Bonusmaterial dazu und hat einen lebenslangen Zugang. Also, ja, was will man mehr? Ja, danke, das freut mich voll, dass du das auch so siehst. Und für mich ist es ja das Ziel,
der Grund, warum ich das so mache, natürlich könnte ich auch sagen, ja, nach einem Jahr ist es weg und man muss es neu kaufen. Ist vielleicht umsatztechnisch vielleicht besser für mich, aber dann wiederum auch nicht, weil ich möchte, dass ihr als Kursteilnehmerinnen den bestmöglichen Effekt habt, der nur irgendwie möglich ist. Und der ist dann möglich, wenn ihr das Material weitergehend habt. Und das ist mein Gedanke dahinter. Und ich finde es blöd, wenn das irgendwann weg ist, weil man soll ja dranbleiben können. Ja, das ist super. Und auch diese Workshops und dass man auch bei den Folgegruppen immer wieder teilnehmen kann an den Workshops, weil es bringt schon viel, wenn man dann live noch was fragen kann oder das auch sieht und so. Also ja, super. Also der Support bei dir ist super. Ja, Service, wirklich. Dankeschön. Und ich freue mich tatsächlich ja immer, wenn ich Teilnehmerinnen von den vorhergehenden Kursrunden wieder in den Live-Workshops sehe, dann, das ist so wie, was auch nicht, ein Klassentreffen oder so, fühlt sich das für mich. Ja. Da sind ja bekannte Gesichter dabei und gleichzeitig ist es auch so, dass ja die Teilnehmerinnen von den vorhergehenden Kursrunden dann oft den Neuen irgendwie Mut machen können, wenn man mal frustriert ist oder so oder unsicher ist, nützt es bei mir noch? Dann sagen oft Teilnehmerinnen aus den vorhergehenden Gruppen, bei mir war das auch so, aber bleib dran und da, 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 da. Also je mehr Leute dann auch in der Runde sind, desto mehr Unterstützung findet man dann auch als Neue zum Beispiel oder wenn man mal einen Hänger hat. Ja, das ist super. Also ich muss sagen, zu den, weil du das jetzt ansprichst, ich sehe da noch nichts oder bei mir war das auch so, ich habe mir das wirklich alles aufgeschrieben, so wie eine Art Tagebuch, so wochenweise, was ich bemerkt habe, weil man weiß das nicht mehr nach einem Monat oder nach 2 Monaten, also mir geht es halt so, man weiß es nicht und sicher an den Fotos sieht man schon, aber das ist oft am Anfang nur so eine Ahnung. Ah, da ändert sich was. Also zum Beispiel jetzt habe ich wenn ich in den Spiegel schaue, dieses Gefühl, das Gesicht hat jetzt plötzlich mehr Kontur. Mhm. Irgendwie, das ist definierter. Das ist aber nur so eine Ahnung. Ich kann das noch nicht irgendwie greifen oder beschreiben, aber das schreibe ich dann auf und ja, schauen wir dann, was dann. Das wird ja. Super, super Herangehensweise, weil es ist wirklich so, dass man sich dann nicht mehr erinnern kann, wie es vorher war. Und dann ist es, so wie es jetzt ist, schon wieder das neue Normal und man kann sich gar nicht mehr erinnern, wie es vor ein paar Wochen war. Und das ist wirklich eine gute Sache. Die Fotos helfen da schon, aber das, wie es das du machst mit dem Aufschreiben, ist nochmal detaillierter. Super. Ja. Aha. Also das würde ich halt empfehlen irgendwie, also wenn das jemand will. Ich meine, ich schreibe total gerne und dann schreibe ich halt das schnell auf, das ist ja nicht viel Arbeit. Aber und die Fotos sind natürlich auch sehr wichtig, weil selbst wenn man jetzt ein Foto hat vom ganzen Gesicht, ja, und man hat dann nach 6 Wochen das nächste Foto, der Mensch ist so gestrickt, man fokussiert sich aufs Negative. Genau. Also zu sagen, ja, aber die Falten da in den Augen, die sind jetzt ja immer noch da. Mhm. Aber man sieht gar nicht, was sich dann geändert hat. Mhm. Und deswegen finde ich das eine gute Idee, dieses Gesicht so in Zonen zu unterteilen. Ja. Und zu sagen, okay, ich schaue jetzt mal nur die Stirn an. Ja. Und was hat sich da getan? Oder die Augen. Mhm. Also das ist eine super, super Sache. So sollte das wäre eine Empfehlung, wie man es. Ja, so ist nochmal echt ein guter Hinweis. Jetzt habe ich noch eine andere Frage an dich. Und zwar, hast du irgendwie davor überlegt oder Zweifel gehabt, ob das Gesichtstraining und die Übungen in jedem Alter nützen oder ob das. Oder waren da so Zweifel, ja, aber das nutzt vielleicht bei den unter 30 was, aber ab dem und dem Alter nützt das nichts mehr. Was waren da so deine Gedanken im Kopf? Na, die Gedanken habe ich überhaupt nicht gehabt, gar nicht. Weil wenn jetzt, ich mache ja sonst auch viel Sport. Und wenn jetzt zum Beispiel eine 80-Jährige in den Yogakurs kommt, dann schickt man sie auch nicht weg und sagt, das nutzt bei dir nichts mehr.
Genau. Also es ist ja im Gesicht ganz dasselbe. Also natürlich ist es so, wenn jemand mit 20 jetzt deinen Kurs beginnt, dann ist es halt eher Prävention, dass man keine Falten kriegt. Und wenn es halt jemand mit 50 oder 60 macht und irgendwo schon Falten hat, dann kriegt er halt die Falten weg. Das dauert halt vielleicht ein bisschen länger. Oder vielleicht dauert es auch ein bisschen länger, bis man die Muskeln wieder aufgebaut hat. Aber dass es nichts nützt im höheren Alter. Also man kann mit 99 anfangen mit dem Kurs. Ja, ich sehe es ganz genau so. Ja, voll gut erklärt und richtig gut auf den Punkt gebracht. Noch wie lange Zeit hast du denn im Kurs Effekte gesehen? Also schon nach 2 Wochen habe ich. Also ich muss jetzt kurz spicken, weil ich habe es mir aufgeschrieben. Ja? Ja. Also in der ersten Woche habe ich schon bemerkt, so wie eine Art Muskelkater. Und dass mir ständig während der Übungen dauernd die Nase gekribbelt hat. Also ich habe schon gemerkt, da ist jetzt Durchblutung, da ist und das ist mir auch dann schon in der ersten Woche aufgefallen, das Gesicht schaut irgendwie frischer aus, so rosiger, durchbluteter irgendwie. So wie halt nach dem Sport, wenn du laufen gehst oder so, schaut es ja dann auch durchblutet aus. So, das war das Erste. Und ich habe gemerkt, ich bin komplett verspannt im Gesicht. Also gerade diese deine Massageübungen da, also das hat ja richtig weh getan. Also da vor allem im Kiefer, ja, und vor allem auf der linken Seite. Mhm. Und bei mir ist ja auch die linke Seite ein bisschen schlechter, also die hat mehr Falten und hängt ein bisschen mehr. Und da habe ich gemerkt, ich bin da extrem verspannt. Mhm. Was jetzt aber mit diesen Massagen, die du da sagst, und schon viel besser geworden ist. Ja. Ja, dann Feststellung in Woche 2. Ich integriere vor dem Schlafen die Stirn- und Kiefermassage. Super fein, im Bett liege ich abends und mache das noch. Ja. Und ich wache dann wirklich, also der Gesichtsausdruck ist dann entspannter in der Früh, wenn man aufwacht. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt in Woche 6 und was ich immer noch nicht geschafft habe, ist dieses auf dem Rücken zu schlafen. Mhm. Kann jetzt zwar mittlerweile am Rücken einschlafen, aber wenn ich aufwache, liege ich wieder auf der Seite. Ja. Ja, dann Woche 3. Ja. Mhm. Woche 3 habe ich aufgeschrieben, Wangen. Habe seitlich der Nase so kleine Zusatzwangen. Ja. Also da habe ich gemerkt, die werden voller. Ja. Und auch beim Lachen sind die auch fester und ja wieder voller einfach. Fackig, ja. Ich sag, ja. Ja. Aber ich liebe das, wie du das aufgeschrieben hast. Das ist so super. Danke, dass du das teilhaben lässt. Ja, dann habe ich geschrieben, die Stirn habe ich schon ganz gut im Griff. Und dass ich eben diese Zornesfalten, dieses Tesaband dahin klebe am Computer. Nach 3 Wochen stelle ich immer mehr ungünstige Gewohnheiten fest, wie zum Beispiel das Handy auf der linken Seite einklemmen oder beim Haare waschen die Stirn hochziehen. Also wenn man so kopfüber die Haare wascht, völlig sinnlos ziehe ich da die Stirn hoch, bin ich drauf gekommen. Oder auch beim Gähnen oder beim Niesen mache ich diese Zornesfalte. Mhm. Ja. Und mir wird auch klar, dass die Körperhaltung natürlich auch eine wichtige Rolle spielt bei dem Ganzen. So, in Woche 4 stelle ich fest, dass meine Stirn schon viel glatter ist und die Zornesfalte weniger tief. Ich mache ein Foto und poste auf Facebook. Genau, und das ist das Foto, was dann in der Gruppe fast viral gegangen ist, weil Ole so begeistert war. Cool. Unglaublich, was da die Resonanz war. Genau. Und ich kontrolliere tags immer öfter meine Stirn. Also ich bin dann immer so, anfangs war das richtig, so jetzt muss ich schauen, nicht, dass die Falte wieder da ist. So, also richtig ist die schon noch weg. So. Und ja, und abends mache ich halt weiterhin diese Massage. Und jetzt nach knapp 5 Wochen habe ich abends beim Blick in den Spiegel festgestellt, meine Augenringe sind weiter nach oben gewandert. Also vermutlich mit den Wangen natürlich, weil sich das hebt. Muss ein Foto machen, Rufezeichen. Muskulatur unter den Augen ist irgendwie leicht sichtbar. Und ich finde, mein Gesicht hat mehr Kontur.
Also ihr schaut irgendwie definierter aus. Ja. Das, das finde ich so cool, dass du das so aufgeschrieben hast. Das muss ich mir merken und vielleicht überhaupt so in einen Kurs mit integrieren, dass man das, dass es öfter als Tipp oder Hinweis gibt. Ich finde das so cool. Danke dir, dass du uns da teilhaben hast lassen. Ich bin so sicher, dass das jetzt ganz viele inspiriert hat und Zuversicht gegeben hat. So cool. Ja, beobachte halt jetzt weiter und schreibe halt auch immer weiter auf, was ich halt so feststelle. Ja. Und jetzt für alle, die zuschauen, damit das die anderen auch wissen, ich habe ja die quasi jetzt schon ein bisschen früher für unser Gespräch eingeladen, weil du noch 4-5 Wochen die Fotos geteilt hast und das so phänomenal war, dass ich die eingeladen habe, dieses Gespräch zu machen, obwohl du den Kurs noch gar nicht fertig durchlaufen hast. Ja. Aber ich habe mir gedacht, wir müssten das in einem Gespräch einfangen, weil das so inspirierend ist. Und wir können ja vielleicht, wenn du Lust hast, später mal quasi dann ein Folgegespräch machen, um zu schauen, was sie später getan haben. Ja, am Ende des Kurses. Weil der Kurs am Ende ist ja nicht zu Ende, sondern es ist gedacht, dass man halt das eigentlich vielleicht lebenslänglich so weitermacht. Ne? Ja, genau. Es ist auf 12 Wochen strukturiert, aber man hat ja den Zugriff weiter. Und es ist so gedacht, dass man das in seinen Alltag einfach so als Element mit integriert und das einfach Teil davon ist. Genau, stimmt. Ja. Wenn jetzt andere zuschauen und am Überlegen sind, ob sie den Kurs machen sollen oder nicht, was wäre da jetzt vielleicht der Ratschlag? Also eigentlich drei Dinge. Erstens, sofort anfangen. Es wird nichts besser mit warten. Mhm. Es wird nichts besser. Also wenn sie jetzt ein halbes Jahr überlegt, es wird nichts besser. Ja, das Gegenteil. Ja. Und oder es wird ja auch am Körper nichts besser, wenn man nicht trainiert oder nichts macht. Ja. Also, kann ich noch. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich mir denke, ja, jetzt sollte ich putzen, aber jetzt warte ich 3 Wochen, ja, wird es davon sauberer. Ja, stimmt. Ja, eben. Und das tendiert ja alles im Leben dazu, dass es eher schlechter wird, wenn man nichts tut. Mhm. Also besser wird es nicht, aber es wird von selber schlechter. Und wie soll ich denn sagen, diese Körperverbesserung, die muss man schon aktiv betreiben, dass sich da was tut. Weil eben, schlechter wird es von selber. Mhm. Also eben, sofort loslegen, nicht überlegen. Ja, dann dranbleiben und Geduld haben. Also dranbleiben meine ich so, also ich mache jetzt die Übung, also ich mache jeden Tag eine Lektion. Super. Und ihr habt das jetzt noch jeden Tag gemacht. Ich habe mir das im Kalender als Termin eingeschrieben und das ist so. Und ich mache das immer gleich morgens. Was ich habe, das habe ich. Ja. Ja. Weil man kann sich natürlich die netten Videos anschauen, aber wenn man nicht mitmacht, dann wird halt auch nicht viel passieren im eigenen Gesicht. Ja. Also das meine ich mit dranbleiben und Geduld haben. Ich meine, das, weil ich jetzt da noch 2 Wochen im Grunde schon oder noch 4 jetzt so einen super Erfolg habe. Bei der Stirn geht's ja um Entspannung und um sich bewusst werden, Gewohnheiten auszuschalten. Das geht ja schneller, als wie Muskeln aufzubauen. Mhm. Wenn ich sage, ja, bei den Wangen oder so, das dauert dann halt länger, dann muss man halt noch 5, 6, 7 Wochen, sieht man vielleicht erst was. Genau. Also das meine ich mit Geduld haben. Ja. Ja, und was habe ich gesagt? 3 Punkte wollte ich ja. Ach ja, Fotos machen. Unbedingt Fotos machen. Ja, super. Weil, also wenn man keine Fotos macht, dann meint man wirklich, man bildet sich das ein. Ach, und vorher war das gar nicht so schlimm, es war bei mir gleich. Also ich habe ja diese Fotos gemacht gehabt und dann habe ich ja genau gesehen, dass da eine unglaubliche Falte war, die mir schon immer bewusst war, aber und dann habe ich mir gedacht, na ja, aber dann habe ich halt das Foto an einem schlechten Tag gemacht. Und dann habe ich ja extra. Das Hirn macht so komische. Ja, voll. Zweifel. Und dann habe ich ja extra Urlaubsfotos rausgesucht von vor 3 Jahren, wo man ja auch schon ganz deutlich diese Falte gesehen hat. Und mir hat ja, ich glaube, vor 5 oder 6 Jahren, da war ich mal in so einem Beauty-Hotel.
in so Beauty-Abteilung und also bei habe da so Massage gemacht und so Anwendungen. Mhm. Und dann hat mir die Dame da an dem Counter, wie ich das bezahlt habe, angesprochen und gesagt, wissen Sie, man könnte da oben eine kleine Spritze setzen und dann würde man nicht so grimmig ausschauen. Und ich habe das irgendwie so als totale Frechheit empfunden. Ja, ist das auch. Ich bin ja voll übergriffig, finde ich das. Mhm. Und ich habe dann ganz freundlich, aber dankend abgelehnt. Ja, gut, dass du das gemacht hast. Das finde ich sehr übergriffig, das zu sagen. Ja, ich meine, die wollten halt natürlich da ihre Sachen verkaufen, aber es war schon. Also, ja. Weißt, man kommt gerade aus der Massage voll entspannt, fühlt sich super und dann sagt die, und im Übrigen da oben. Ja. Eigentlich, zur Genugtuung müsste man nochmal hin und sagen, übrigens, ich habe das ohne der Spritze, aber eigentlich will man da auch nicht mehr hin, weil denen will man gerade Geld bringen. Was für Anekdote. Ja, es ist ja lustig, wenn man jetzt mit dem jetzigen Stand drüber lachen kann, oder? Genau. Ja. Herrlich. Ja, also das würde ich halt jedem sagen, der jetzt überlegt, soll ich das Geld investieren und den Kurs machen. Das Geld ist super investiert, würde ich sagen. Also, und was mir auch noch aufgefallen ist, wenn man sich mehr mit dem Gesicht und mit sich selber beschäftigt, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich mehr Aufmerksamkeit dahin lenke, dann kommt da auch mehr Energie hin und dann tut sich da auch mehr. Also das ist der Nebeneffekt. Genau. Ah, ja. Und ich habe mir noch aufgeschrieben gehabt, das habe ich zuerst vergessen, das vorzulesen. Genau, in Woche 4, glaube ich. Ja, genau. Dass meine Haltung viel besser ist und dass ich offensichtlich auch jetzt irgendwie anders wirke auf Leute, weil mich grüßen plötzlich beim Spazierengehen wildfremde Menschen. Mhm. Schön. Ja, das sind so Nebeneffekte, wirklich. Es ist so. Weil das ist wirklich so, manchmal gehe ich auch spazieren und wenn dann jemand so durch die Gegend rennt und so und irgendwie den Mundwinkel und so, habe ich das Gefühl, hoppla, lieber nichts sagen oder so. Aber wenn das entspannt ist und vielleicht ein sanftes Lächeln auf die Lippen, dann hat man gleich Lust, ins Gespräch zu kommen oder zu grüßen. Ja. Und dann eben, weil man meint, der Mensch hat Sorgen, wenn er da Falten hat, aber ich das eben. Eben oft ist eben ja die Konzentration und man denkt nach und so und dann macht man das unbewusst. Aber gleichzeitig wirkt es auf die anderen auch, auf Menschen und überhaupt so energetisch auch. Ja. So wie du es auch gesagt hast. Und was mir total gut gefallen hat in dem, war das jetzt im Kurs oder im Workshop, wie du das erklärt hast mit dieser, wie hast du gesagt, Sollfaltstelle oder so. Ja. Also du hast ja gesagt, wenn man so ein Blatt Papier nimmt und das da gefaltet ist, dann wird sich das auch immer wieder da falten. Mhm. Und dann ist mir das ganz logisch klar, wenn ich da immer wieder das zusammenschiebe, dann wird ja die immer tiefer, die Falte. Genau. Ja. Also das war schon auch so ein Aha. Mhm. Und dass es sich quasi automatisch immer an dieser Stelle falten wird und nicht dann da, weil wenn da schon eine Soll-Faltstelle ist, dann wird es immer automatisch da sein. Auch wenn ich da anspanne, kommt die Falte da in der Mitte. Genau. Und witzig, mir fällt jetzt, also ich bin total jetzt fokussiert auf das und mir fällt das bei den Leuten auf. Und heute schlage ich eine Zeitung auf und sehe Daniel Craig und denke mir, oh. Aber bei Männer altern ja anders. Bei denen ist ja toll, wenn die Falten haben. Ich bin auch gerade, bei uns ist ja gerade eben die Präsidentschaftswahl und so, ich war in Wien und habe gedacht, oh, Herr van der Bellen, die Stirn nicht so hoch ziehen. Ja. Aber dann habe ich gedacht, passt schon. Ja. Also das Lustige ist, jetzt fällt einem dann nicht nur bei sich selber auf, sondern auch bei den anderen. Ja. Und nur die Teile am Rande, also das, weil wir gerade so nett dabei sind. Ich habe ja mir gedacht, dass diese Fotos besser wären, wenn ich das nicht im Selfie-Modus mache, sondern halt so wirklich als Foto.
Ja. Und habe dann zu meinem Mann gesagt, du musst jetzt von mir Fotos machen, von vorne und von der Seite. Mhm. Und das war fast nicht möglich, weil ich immer, wenn ich so ernst schauen wollte, dann hat entweder er voll gelacht oder ich. Und das war eine Viertelstunde immer gedauert, bis wir mal ein Foto gehabt haben. Also, lustig, das ist da super vor. Schon allein, was man da macht. Weil er natürlich immer gesagt hat, wenn ich so ganz ernst reinschaut und das, ja, so schaust du ja nie, und der findet das so witzig, weil das einfach so blöd aus. Cool. Also, jede Menge Spaß mit deinem Kurs, Anna. Schön, ah, da geht mir das Herz auf. Super. Gibt es eine Abschlussmessage, die du noch mitgeben möchtest? Macht den Kurs, es lohnt sich in jedem Fall. Mehr kann ich nicht sagen. Also, wie gesagt, man sieht es ja da, also es ist nichts. Ja. Geburt hat oder, also ich kann das schon noch, ja. Aber ich mache das nicht mehr. Genau, super. Und ja, es lohnt sich, weil man tut auch was für sich selbst und man hat ein Tool in der Hand, wo man selbstverantwortlich jederzeit was für sich machen kann. Man ist nicht abhängig von irgendeinem, Beauty-Doc oder was halt auch immer. Man kann das selber, man lernt das einmal und dann kann man das. Und natürlich an den Übungen muss man schon dranbleiben. Aber, also ich muss jetzt sagen, ich bin da jetzt nicht so ganz brutal fleißig. Also ich mache jeden Tag die Übung, ich habe da auch noch nichts ausgelassen, aber du hast ja Kursteilnehmerinnen, die da jeden Tag eine Stunde üben. Also wow, bin ja Hochachtung, ehrlich. Ja, das ist aber wirklich obere Limit, dann muss man nicht so viel machen, aber wenn man mag, kann man. Ja, aber ich denke mal, was die macht, ist in der Früh immer, da mache ich dann eine halbe Stunde Yoga oder so und danach mache ich das gleich und man hat ja schon was anderes auch noch am Tag. Und ich denke mal, ich mache halt lieber diese 10 Minuten oder 20 sind ja auch oft, die konsequent. Ja, bevor ich mir jetzt zu viel vornehme und mir dann irgendwie die Lust verliere. Ja, aber ein guter Tipp, ja. Im Moment macht es mir immer noch einen heiden Spaß. Super. Ganz super. Boah, hey, danke dir, liebe Monika, das war so ein cooles Gespräch, so authentisch und sympathisch, wirklich. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass du damit so vielen jetzt Mut gemacht hast. Und danke dir für deine Offenheit, das öffentlich auch so zu erzählen.